Am 24. Februar 2022 brach in der Ukraine der Krieg aus. Menschen mussten über Nacht ihre Heimat verlassen. Zehntausende von ihnen sind seither in Wien angekommen. Für uns war klar, dass wir rasch Anlaufstellen schaffen müssen, in denen unsere MitarbeiterInnen die Vertriebenen seitdem mit großem Engagement beim Ankommen unterstützen. Geflüchtete Menschen in der Wiener Grundversorgung sind eine der vielen KundInnengruppen des Fonds Soziales Wien. Von der Erstversorgung im humanitären Ankunftszentrum über die Beratung zur Grundversorgung und dem raschen Auf- und Ausbau von Quartieren. Die Unterstützung für Schutzsuchende war enorm. Es wurden tausende Wohnraumspenden geleistet, bis zu 600 Personen täglich im Austria Center Vienna beraten und 5 zusätzliche Beratungsstellen speziell für UkrainerInnen geschaffen. Diese Unterstützung geben wir in Zusammenarbeit mit unseren Partnern weiterhin und sie spielt eine wichtige Rolle in unserer täglichen Arbeit. Gemeinsam mit 170 Partnerorganisationen gestaltet der Fonds Soziales Wien soziale Sicherheit, indem er Menschen mit Pflege- und Betreuungsbedarf, mit Behinderung, Schuldenproblematik, Obdach- oder wohnungslose Menschen sowie eben auch Geflüchtete fördert, unterstützt und begleitet. 2022 war für den FSW erneut ein Jahr der Herausforderungen, aber auch ein Jahr der Weiterentwicklung. Mit der Aufteilung der vielfältigen Agenden in 3 eigenständige Geschäftsbereiche, 9 Unternehmenszielen und einem moderneren Erscheinungsbild für die FSW-Unternehmensgruppe sind wir fit für die Zukunft. Der neue Auftritt präsentiert unsere Haltung nach außen. Unsere Werte bieten Orientierung für rund 2500 MitarbeiterInnen. Neben den aktuellen Herausforderungen wurden bestehende Angebote des FSW weiterentwickelt. So stärkt der FSW Menschen mit Behinderung in ihrer Selbstständigkeit durch maßgeschneiderte, wirksame Angebote und Mitbestimmung. Seien es das Programm Inklusives Wien 2030 zur gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe, neue Tagesstrukturangebote oder der Ausbau des teilbetreuten Wohnens. Im Rahmen der Wiener Wohnungslosenhilfestrategie legen der FSW und seine Partnerorganisationen besonderes Augenmerk auf die Betreuung der Kundinnen, die wieder in den eigenen 4 Wänden wohnen. Das Ziel ist klar. Menschen sollen rasch wieder selbstständig wohnen können. Von einem neuen Angebot im Pflegebereich profitieren ältere Menschen und ihre Angehörigen in mehreren Regionen. Community Nurses unterstützen direkt im Kretzel in Wien dabei, Gesundheit und Wohlbefinden zu fördern und zu verbessern. Nicht zuletzt kommt beim Gedanken an das vergangene Jahr die telefonische Gesundheitsberatung 1450 in den Sinn, die nicht nur ihr 5-jähriges Jubiläum gefeiert, sondern auch den 6-millionsten Anruf seit Bestehen verzeichnet hat. Eine echte Erfolgsgeschichte. Als wichtige Säule des dichten Sozialsystems in Wien hat der FSW mit einem Gesamtbudget von 2,25 Milliarden Euro soziale Dienstleistungen für 142.600 Menschen in Wien organisiert und finanziert. Das sind mehr Kundinnen als je zuvor. Selbstverständlich achten wir auf einen sorgfältigen Einsatz der Mittel, die uns zur Verfügung stehen, auch in Zukunft. Großer Dank gilt unseren Mitarbeiterinnen und unseren Partnerorganisationen, die den Menschen in Wien 2022 mit ihrem täglichen Einsatz zur Seite standen. Vielen, vielen Dank. So wie alle Städte auf der ganzen Welt wächst auch unsere Stadt. Mehr Menschen heißt auch größere Herausforderungen für die soziale Sicherheit. Und daher muss sich das soziale Hilfesystem auch ständig weiterentwickeln. Aber eine zentrale Zielsetzung in Wien bleibt bestehen. Wir sind für die Menschen da, die unsere Unterstützung brauchen. Und ein wichtiger Garant für die soziale Sicherheit in unserer Stadt ist der Fonds Soziales Wien. Das zeigt er auch im heurigen Geschäftsbericht. Selbstverständlich ist und bleibt ein besonderer Schwerpunkt der Bereich der Pflege und Betreuung von Seniorinnen und Senioren in unserer Stadt. Über 56.000 bekommen Leistungen der unterschiedlichsten Formen finanziert und organisiert.
In weit über 40.000 Hausbesuchen haben unsere Mitarbeiterinnen mit den Betroffenen und ihren Angehörigen den notwendigen Hilfebedarf geklärt und die Leistungen organisiert. Und darum geht es mir, wenn ich von Pflegegarantie spreche. Und damit wir auch in Zukunft genug Pflegekräfte zur Verfügung haben, haben wir mit dem Programm Pflege Zukunft Wien auch die Ausbildungsplätze verdoppelt. Und es ist eine gute Nachricht, dass wir mehr Bewerberinnen und Bewerber haben als Ausbildungsplätze. Der furchtbare Krieg in wenigen hundert Kilometer Entfernung hat eine riesige Flüchtlingsbewegung ausgelöst vergangenes Jahr. Über 35.000, vor allem Frauen und Kinder, haben Schutz in unserer Stadt gesucht. Ein großes Dankeschön an alle beteiligten Organisationen, aber auch an Sie, liebe Wienerinnen und Wiener, die privaten Wohnraum zur Verfügung gestellt haben oder auf andere Art und Weise geholfen haben. Ich möchte die vorliegende Leistungsschau aber auch dafür nutzen, um mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im FSW für ihr Engagement und die tägliche Arbeit für die Menschen in unserer Stadt bedanken. Der Fonds Soziales Wien hat 2.500 Mitarbeiterinnen und weitere 28.000 arbeiten in den Partnerorganisationen. Euch allen ein großes Dankeschön, denn die vielfältigen Herausforderungen im Sozialbereich, wenn es um die Menschen unserer Stadt geht, können wir nur gemeinsam lösen. Danke vielmals.